Welcher Club hat Bayern München ein Angebot für Leroy Sané unterbreitet? Und kann WM-Fahrer Randall Kolo Muani eines Tages einen dreistelligen Millionenbetrag einbringen? Dazu mehr in unseren aktuellen Kick-News. Cristiano Ronaldo ist endgültig Geschichte bei Manchester United. Club und Spieler haben den gemeinsamen Vertrag aufgelöst. Eigentlich war das Arbeitspapier noch bis Sommer gültig, aber nach Ronaldos Rundumschlag gegen seinen Arbeitgeber konnte die Zusammenarbeit einfach nicht mehr fortgesetzt werden. Das Statement des Clubs fällt knapp aus. Cristiano Ronaldo verlässt Manchester United im gegenseitigen Einvernehmen und mit sofortiger Wirkung. Der Club dankt ihm für seinen immensen Beitrag während seiner 2 Aufenthalte im Old Trafford. Immerhin, Ronaldos Leistungen werden anerkannt. Nach den jüngsten Vorkommnissen spart sich der Club allerdings die Lobeshymne, die CR7 ohne seine Verbalattacke bekommen und verdient hätte. Auf Seiten des Spielers klingt die Trennung deutlich versöhnlicher. Ronaldo sagt: "Ich liebe Manchester United und ich liebe die Fans. Das wird sich nie ändern. Es scheint jedoch, als wäre für mich die Zeit gekommen, mich nach einer neuen Herausforderung umzusehen. Ich wünsche dem Team viel Erfolg für den Rest der Saison und für die Zukunft." Beide Seiten tun nach dem Stunk der letzten Wochen gut daran, nach vorne zu schauen. United setzt voll auf die Karte Ten Hag und will mit dem Niederländer zurück in die Erfolgsspur. Ronaldo wiederum geht jetzt erneut auf Clubsuche. Zuletzt wurde über eine Rückkehr zu Ex-Club Real Madrid spekuliert. Aber auch ein Deal mit Paris Saint-Germain ist im Gespräch. Man darf wirklich gespannt sein, wer sich den Megastar ins Haus holt. Es ist der Aufreger dieser Tage, die One Love-Affäre bei der WM in Katar. Mehrere teilnehmende Nationen wollten ihre Kapitäne mit diesem Schriftzug auf der Armbinde auf das Spielfeld schicken. Damit wollten diese Verbände für ihre Werte eintreten, darunter auch der DFB. Die FIFA macht das allerdings nicht mit. Der Weltverband will politische Statements rigoros unterbinden und droht mit harten Strafen für die Kapitäne. Traurig aber wahr, der DFB ist zurückgerudert. Die deutsche Nationalmannschaft wird auf die One Love Binde verzichten. Zu groß ist den Verantwortlichen das Risiko. DFB-Präsident Bernd Neuendorf klagt: "Es handelt sich aus meiner Sicht um eine Machtdemonstration der FIFA. Das ist aus unserer Sicht mehr als frustrierend und auch ein beispielloser Vorgang in der WM-Geschichte. Die Verantwortlichen können jammern, wie sie wollen. Sie sind vor der FIFA gekuscht. Die Werte wurden über Bord geworfen. Und jetzt gibt es erste Konsequenzen. Mit dem Supermarktgiganten Rewe verliert der DFB einen seiner wichtigsten Sponsoren. Konzernchef Lionel Souk begründet: "Wir stehen ein für Diversität. Und auch Fußball ist Diversität. Die skandalöse Haltung der FIFA ist für mich als CEO eines vielfältigen Unternehmens und als Fußballfan absolut inakzeptabel." Rewe wird auf seine Werberechte insbesondere im Kontext der Weltmeisterschaft verzichten. Das hat das Unternehmen mit Sitz in Köln verkündet. Rewe hatte bereits im Oktober mitgeteilt, den Vertrag mit dem DFB nicht fortsetzen zu wollen. Nach den skandalösen Entscheidungen der FIFA lässt das Unternehmen den Vertrag mit dem DFB aber schon vorher ruhen. Ein schwerer Schlag für Deutschlands Fußballverband. Nicht ausgeschlossen, dass weitere Unternehmen ihr Engagement im Bereich Fußball überdenken werden. Leroy Sané ist eine feste Größe in der Offensive des FC Bayern. In dieser Saison zeigt die Formkurve des 26-Jährigen wieder deutlich nach oben. 16 Scorerpunkte sammelte der Linksfuß in 19 Partien. Mittlerweile spielt der einzige 50-Millionen-Einkauf von Manchester City seine dritte Saison beim Rekordmeister. Julian Nagelsmann setzt in der Regel von Beginn an auf Sané, der das Vertrauen mit Leistung belohnt. Ein Sané in Topform ist natürlich auch für Deutschland in Katar am Start. Beim Auftakt gegen Japan kann der Angreifer verletzungsbedingt zwar nicht teilnehmen, es bleibt aber die Hoffnung auf weitere Einsätze im Wüstenstart. So oder so, sobald Sané wieder fit und in München ist, soll er die starke Saison im Bayern-Trikot fortsetzen. Englischen Medienberichten zufolge hat Bayern zuletzt mehrere Anfragen für Sané erhalten. Darunter war auch ein Angebot des FC Arsenal. Die Gunners erleben in England einen echten Höhenflug und sind gerade auf der Suche nach einer weiteren Option für die Außenbahn. Offenbar sieht sich der Tabellenführer der Premier League schon wieder stark genug, um bei Kalibern wie Sané schon wieder ein Wörtchen mitzureden. Als großer englischer Traditionsclub hat Arsenal auch die finanziellen Mittel. Man kann davon ausgehen, dass die Offerte richtig üppig ausgefallen ist. Der deutsche Rekordmeister hat allerdings gar nicht lange rumlaviert. Sané steht nicht zum Verkauf. Schon im Sommer hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic einen Abgang des Ballkünstlers ausgeschlossen. "Leroy ist ein wichtiger Spieler für uns. Deswegen gibt es dazu überhaupt nichts zu erzählen. Er hat alles. Schnelligkeit, Technik, einen super Schuss. Das soll er einfach mal rausholen." Noch bis 2025 steht der DFB-Nationalspieler in München unter Vertrag. Auch im Sommer hat es ein paar Transfergerüchte gegeben. Unter anderem bei Real Madrid und Manchester United war Sané kurz mal ein Thema. Richtig heiß wurde das Thema Abschied aber nicht. Mag es vor der Saison noch eine kleine Hintertür gegeben haben, hat Bayern inzwischen auch diese geschlossen. Wenn Sané weiter so drauf ist wie die letzten Monate, dann ist für ihn an der Säbener Straße noch lange nicht Schluss. Eher dürfte er früher oder später ein Kandidat für eine Verlängerung werden.
Die Entwicklung von Randall Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt ist bemerkenswert. Mit 8 Toren und 11 Assists ist der 23-Jährige voll eingeschlagen am Main. Kolo Muani ist eine Naturgewalt. Er bringt enormes Tempo mit, kann sich mit seinen Nebenleuten aber auch zum Tor kombinieren. Wie die Statistik schon verrät, ist er ein mitspielender Stürmer, der sowohl bedienen als auch vollstrecken kann. Ganz klar, Kolo Muani zählt zu den besten Angreifern der Bundesliga in den letzten Monaten. Seine Leistungen haben ihm sogar eine Nominierung für Frankreichs WM-Kader eingebracht. Für den Rechtsfuß erfüllt sich damit ein Traum. Les Bleus wiederum begrüßen nun eine neue Alternative im Kader, die vor allem nach dem Ausfall vom Ballon d'Or-Gewinner Karim Benzema sehr willkommen ist. Natürlich hat Kolo Muani noch nicht den Rang und Namen, dass er von WM-Einsätzen ausgehen kann. Für eine Einsatzgarantie ist die Equipe Tricolore dann doch ein bisschen zu stark besetzt. Aber wer weiß, vielleicht wird der Frankfurter auch im Frankreich-Trikot irgendwann mal ein Unersetzlicher. Bei der Eintracht jedenfalls erwarten sie Großes von Kolo Muani. In der Bankenmetropole wissen sie, dass der Stürmer nicht ewig zu halten sein wird. Berichten zufolge hofft die SGE, dass Kolo Muani eines Tages einen satten Transfererlös von 80 bis 100 Millionen Euro einbringt. Wohlgemerkt, eines Tages. Kolo Muani ist gerade erst vom FC Nantes nach Frankfurt gewechselt. Da wird er sicher nicht direkt wieder den Abflug machen. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sagt, es ist ganz sicher nicht der Plan, ihn nächsten Sommer abzugeben. Bei Randall merkt man, dass wir der richtige Ort für ihn sind und dass es ihm bei der Entwicklung helfen würde, auch die nächsten Jahre bei uns zu sein. Auf diese 100 Millionen können die Hessen also vorerst noch gut verzichten. Kolo Muanis Weg mit Frankfurt ist noch lange nicht zu Ende. Das waren wieder unsere aktuellen Kick-News. Was traut ihr Kolo Muani noch in seiner Karriere zu? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und gönnt uns ein Like, falls euch das Video gefallen hat.